Hallo und herzlich willkommen im Wald. Gab's lange nicht. Es ist wieder Zeit für eine Waldfragestunde. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer, das gucke ich nach. Und dann steht's jetzt hier. Gut, legen wir los. Und zwar wollte jemand wissen, hier steht es wieder traditionell da unten, nämlich wo man denn besser im Wald lagert hinsichtlich der Gefahr von herabfallenden Ästen und bei welchem Wetter es am gefährlichsten ist, in den Wald zu gehen. Ersteres. Wo schlägt man am besten sein Lager auf, wenn man primär vermeiden möchte, dass einem ein Ast aufs Lager fällt, beziehungsweise auf den Kopf oder wohin auch immer? Dazu ist zu sagen, es kommt mehr oder weniger auf die Jahreszeit an. Im Sommer ist es so, dass man unter Nadelbäumen besser aufgehoben ist. Denn unter Laubbäumen hat man das Problem, dass Laubbäume in der Lage sind, ihre Äste, sofern sie diese nicht mehr brauchen, weil der Baum so hoch ist und der Ast entsprechend tief hängt mittlerweile und keine Blätter mehr produzieren kann, die genug Licht abbekommen, weil der Wald einfach zu hoch ist und es unten logischerweise am schattigsten ist, dann sind Laubbäume mit zwei Ausnahmen, Pappeln und Kirsche, in der Lage, ihre Äste von alleine abzuwerfen. Man spricht da von Totastverlierern. Die Äste werden zunächst mal nicht mehr supported, sozusagen, nicht mehr unterstützt und sterben einfach ab, weil der Baum sie eben nicht mehr benötigt. Und im Gegensatz zu Nadelbäumen, sogenannten Totasterhaltern, plus Kirsche und Pappel, kann der Laubbaum das Ding dann einfach abwerfen, beziehungsweise er stirbt in der Astnarbe ab, also da, wo der Ast am Stamm ansitzt. Und fällt dann einfach ab. Das will ich euch jetzt nicht so genau erklären. Und das passiert vorzugsweise eher im Sommer, beziehungsweise Frühling oder Herbst, aber jetzt nicht so sehr im Winter. Im Winter überwiegt nämlich dann ein anderes Risiko. Dadurch sollte man dann im Winter nämlich bevorzugt dann doch wieder im Laubholz nächtigen, wenn man eben vermeiden möchte, dass man vom Ast getroffen wird. Denn im Winter ist einfach das Risiko an Nadelbäumen relativ hoch, dass die Astbruch erleiden. Zum einen als Schneebruch, wenn nasser Schnee am Ast klebt, dann gefriert, neuer nasser Schnee an dem gefrorenen Schnee am Ast ankommt und auch wieder gefriert und sich dann einfach eine Menge Eis am Ast ansammelt und irgendwann der Ast so schwer wird, dass er abbricht. Das kann einem im Winter passieren, vorzugsweise eben unter Nadelholz, weil die ja im Winter logischerweise noch Nadeln tragen, wie jedem, der einigermaßen mal im Wald gewesen ist, bekannt sein sollte. Und das heißt, das ist einfach natürlich viel wahrscheinlicher, dass da ein Ast abbricht, weil einfach mehr Material da ist, wo Schnee hängen bleiben kann. Das gleiche gilt für Wind. Es ist mehr Material da, wo der Wind in Anführungszeichen hängen bleiben kann, eine höhere Windangriffsfläche. Und damit ist im Nadelholz die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Wind irgendwelche Äste abgebrochen werden, auch einfach viel höher, als das im Laubholz der Fall ist. Das heißt, da die meisten Stürme auch im Winter stattfinden und eben im Vergleich dazu das Risiko, dass Äste beim Laubholz abgerissen werden, im Winter erheblich geringer ist, weil einfach keine Blätter dran sind und das demzufolge dem Sturm keine Angriffsfläche bietet, führt das dazu, dass man halt eben im Winter unter Laubholz besser aufgehoben ist. Auch wenn da theoretisch wieder durch die natürliche Astreinigung was runterfallen könnte. Aber das ist im Winter eher jetzt nicht so häufig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da überwiegt jedenfalls das Risiko, dass Sturmwurf oder Sturmwindbruch oder Schneebruch dazu führt, dass man im Nadelwald Äste abbekommt. Gut, und dann die Frage, bei welchem Wetter es denn am gefährlichsten ist, in den Wald zu gehen. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, selbstverständlich bei Sturm bzw. starkem Wind sollte man sich ab einer gewissen Windstärke sinnvollerweise im Wald irgendwo ein geschütztes Plätzchen suchen, wo einem nichts auf den Kopf fallen kann, sprich irgendeine Mulde. Denn wenn man in einer Mulde sitzt, dann fällt halt der Baum, also sagen wir, hier haben wir jetzt eine Mulde und da fällt, das ist jetzt eine Mulde, da sitze ich drin und da fällt jetzt ein Baum drauf, dann bleibt er natürlich da oben drüber liegen. Es sei denn, da ragt jetzt gerade an der Stelle ein Ast runter, der mich dann aufspießt. Aber das ist immer noch unwahrscheinlicher, als wenn man irgendwo mitten in der flachen Ebene sitzt und der Baum fällt auf einen drauf. Demzufolge eine Mulde suchen.
Normalerweise sind Mulden jetzt nicht so optimal für bequeme Lager, aber Komfort ist erstmal unwichtig, wenn es einem ums nackte Überleben geht. Also sobald mal irgendwo man merkt, es fallen Äste vom Baum, sollte man sinnvollerweise, also entweder den Wald verlassen natürlich, sofern das dann auch möglich ist, weil man nah genug am Waldrand ist, oder sucht sich halt eben eine Lichtung, die länger als eine Baumlänge ist, ganz, ganz wichtig. Dann sollte man sich nämlich in die Mitte stellen und hoffen, dass die Bäume nicht so richtig schön weit wegfliegen von ihrem Stamm, um dann noch eine höhere Distanz als eine Baumlänge zurückzulegen. Weil wenn es eine Lichtung ist, die kleiner als eine Baumlänge ist, dann fallen die Bäume, ja, das tun sie auch bei großen Lichtungen, die fallen bevorzugt in die Lichtung, weil der Wind quasi in die Lichtung reinweht, weil das ein Loch in der sonst relativ homogenen Oberfläche des Waldes ist und dann ist hier plötzlich so ein Loch drin in Form einer Lichtung, ne? Und der Wind weht hier rum und stellt fest, oh, ein Loch, und weht dann sofort da rein. Das heißt, er weht bei den Randbäumen dann besonders stark, weil er dann in dieses Loch reingeht, und bei den anderen Randbäumen weht er auch besonders stark, weil er das Loch wieder verlässt. Da kommt es zu besonders gutem Windangriffspunkt. Das heißt, an so einer Lichtung ist es sogar noch gefährlicher. Es sei denn halt eben, diese Lichtung ist so groß, dass einem die Randbäume nichts tun können, weil wenn die umfallen in die Lichtung rein, fällt, liegt der Baum hier und man steht da. Dann kann einem ja auch irgendwo im Endeffekt nicht viel passieren. Wie gesagt, bei einer kleinen Lichtung ist es dann noch gefährlicher und dann lieber diese Mulde. Also Lichtung ist der Mulde vorzuziehen, wenn groß, sonst die Mulde. Und am allersichersten ist tatsächlich komplett den Wald verlassen und zurück ins Dorf, Stadt, Wiese, Acker, egal. Irgendwas, was halt nicht weit ist. Ne? Gut, und damit sind wir auch schon beim Ende. Und am Ende, Deutsch funktioniert gerade wieder nicht. Und das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.